Ja, jetzt war der erste Part eigentlich fast nur mit dem Tagebuch vorlesen, aber sowas muss halt auch mal sein. Kann ich vielleicht mit der Büroklammer das hier machen? Yay, kann ich. Okay. Oh, dies... ist dies das, was Emily gerade zeichnete? Diese Stadt sieht so dunkel und düster aus. Bild einer Stadt. Telefon. Das sieht doch schön aus. Ah, das ist im Krankenhaus. Ah ja. Und da ist Emily. Ich bin so stolz auf dich, Emily. Sie leistet großartige ehrenamtliche Arbeit mit den Kindern im Krankenhaus. Schön, dass sie sich dafür einsetzt. Gefällt mir. Komm bald wieder, Charlie. Das ist eines der Abschiedsgeschenke, die Emily von den Kindern erhielt. Sie werden sie sehr vermissen, glaube ich. Gute Reise, Emily. Laura. Wie liebenswert. Eines der Mädchen hat Emily einen Ritter gezeichnet, der sie auf ihrer Reise in das College beschützen soll. Oh, süß. Wir werden dich niemals vergessen. Jimmy. Noch ein märchenhaftes Bild. Diese Kinder werden Emily nicht vergessen. Sie hat fast ihre komplette Freizeit damit verbracht, ihnen beizubringen, sich künstlerisch auszudrücken. So, das wollte ich noch zu Ende lesen. Okay, gehen wir mal ins Wohnzimmer. Ah, das ist Emily. Hallöchen. Achso, keine Synchronisierung. Okay, ist ja nicht so schlimm. Dann lese ich das halt vor. Ein Moment noch, Mama. Ich beende gerade meine Zeichnung. Ja, kein Stress, Emily. Kein Stress. Schön, aber schön, dass du da bist. Emily ist fast fertig mit dem Familienporträt, an dem sie lang gearbeitet hat. Ich wünschte, David könnte es sehen. Sieht doch schön aus. Hey, das ist das alte Kartenbrettspiel, das Emily als Kind immer gespielt hat. Doch schön. Und gleichzeitig ist es die Karte. Yay, aber ich kann mich da leider auch nicht porten. Ein Brief für mich? Was das wohl ist? Ja, bitteschön. Oh. Ich verstehe nicht. Da ist kein Brief drin, sondern nur ein Origami. Was hat dies zu bedeuten? Ah, ein Rätsel. Origamis. Mein verstorbener Ehemann hat sie geliebt. Diese Origami-Tulpe habe ich ewig nicht mehr gesehen. Okay. Yay! Yeah! Eine gute, deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten Teil. Jetzt kann man endlich zumindest beim zweiten Teil auch hier lesen, was man hier machen muss bei den Rätseln. Yay! Platziere die Origami-Teile, um eine Tulpe zu bilden. Die Farben der benachbarten Teile müssen übereinstimmen. Okay. Tja. Nee, das geht schon mal nicht. Ich bräuchte Rot. Nee, 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 nee. Rot, rot, rot. Wo bist du? Kann ich die drehen? Nee, die kann ich nicht drehen. Tja, das hier vielleicht. Jawohl. So, dann müsste das nicht dahin. Aber das würde passen. Gut. Jetzt bräuchte ich hier irgendwie, wo oben hellblau wäre. Das hier zum Beispiel. Genau. So. Jetzt bräuchte ich hier auch noch mal hellblau. Ja. Das hier vielleicht? Ja, könnte hinpassen, ja. So, jetzt bräuchte ich rot. Das könnte passen, jawohl. So, gelb und grün. Das ist hier. Sieht doch gut aus. So, jetzt bräuchte ich grün und violett auf jeden Fall.
Das könnte das hier sein. So, jetzt bräuchte ich Violett und Rot. Glaube ich zumindest. Ach nee, stimmt, oder? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Oder Momentchen mal. Würde das hier auch gehen? Nee. Dann stimmt das ja hier nicht überein. Vielleicht das hier? Ja, sieht schon besser aus. So, jetzt brauche ich grün. Ja, das ist ja das einzige, wo grün oben guckt. So, jetzt bräuchte ich hellblau. Das wäre das. Ja, sehr gut. So. Jetzt bräuchte ich irgendwie grün und violett. Das wäre das. Dann das. Dann das. Und da haben wir es. Perfekt. Oh oh. Or your daughter will die. Na, das war eine Warnung, aber hallo. Was für ein unheimliches Bild. Es scheint, als würde etwas die Seen dieser gefesselten Menschen stehlen. Warum hat Emily dies gezeichnet? Bild von gefesselten Kindern, oh mein Gott. Mir ist so kalt, Mama. Bin ich tot? Ich hoffe nicht. Only the tears of her father can save this girl from imminent death. Okay, gut. Krass. Ich brauche was zum Schneiden. Ah ja, das ist ein Cuttermesser. Okay, dann benutze ich das immer direkt. Die arme Emily, was sie immer alles ertragen muss. Mein geliebter David, fast 15 Jahre sind seit diesem Unfall vergangen, doch es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen. David und Emily, damals in glücklichen Tagen. Seltsam, dieses Porträt scheint neu zu sein und David sieht so lebendig darin aus. Ich wünschte, das wäre auch so. Okay. David hat viel im örtlichen Krankenhaus ausgeholfen. Es ist so schön, dass Emily in die Fußstapfen ihres Vaters tritt. Die Tickets von unserer Reise nach Frankreich? Das ist eine der schönsten Erinnerungen meines Lebens. David brachte Emily das Schwimmen. Da war der Text ein bisschen zu schnell weg. Emily und ich bastelten diese Karte für David. Ich schnitt die Blumen aus dem Buntpapier aus und Emily war von oben bis unten mit Leim beschmiert. Origami-Fabeln. David hat Emily dieses Buch zur Schlafenszeit vorgelesen. Okay, das war's. Bild von David. Hallo. Hallo Gesicht. Ja, knurr uns halt an. Tritt zurück. Menschen sind im Albtraumreich nicht gestattet. Ah, das ist der Portalwächter, okay. Oh, das sieht mir in einem Rätsel aus. Wenn etwas schief geht, ist hier Plan B. Ich sollte mit Hilfe der Zeichnungen des Mädchens am Wächter vorbei kommen. Sie ist nicht mehr 7 Jahre alt, aber ihre Zeichnungen sollten genug Kraft enthalten, um mich zurückzubringen. Ich glaube, die Kombination sieht so aus. Der
Weg ist frei, seine gefolterte Seele, gestohlene Funken, die düstere Stadt. PS, ich sollte mich vor Emilys Mutter in Acht nehmen. Gerüchte besagen, sie sei gefährlich. Okay. Offenbar hat die Kreatur, die uns angriff, diese Notiz fallen gelassen. Steht sie mit Emilys Zeichnungen in Verbindung? Könnte sein. Also brauchen wir hier die Bilder. Aber zwei fehlen mir ja dann noch. Ein trockener Schwamm nützt mir nichts. Ich muss ein Lösemittel finden, okay? Gehen wir mal zurück. Oh Gott, wie sehen jetzt die Bilder aus? Oh, ich kann mich nicht an ihren Namen erinnern. Oh, das ist nicht gut. Okay. Gott, wie sehen die Bilder aus? Krass. Warum wurde Davids Gesicht aus der Zeichnung gebrannt? Spielt mir mein Verstand etwa einen Streich? Den Turm im Hintergrund habe ich schon einmal gesehen. Damals, als Emily 7 war. Wenn ich könnte, würde ich diese Nacht nur zu gerne vergessen. Aber das ist doch das Auto von dem Unfall vor all den Jahren. Bitte bring mich nicht dazu, wieder an diesen Tag zu denken. Emily und David, wieder getrennt. Leider. Es ist fast so, als wäre das Bild selber gerissen, nicht der Rahmen. Okay. Dieser alte Schirm lässt sich kaum mehr öffnen. Ich sollte ihn hier fortschaffen. Oh Gott. Alles wiederholt sich. Toll. Was ist mit diesem Tagebuch passiert? Es scheint von innen verbrannt zu sein. Gott, Hilfe. Das ist ein richtiges Albtraumland. Eine Figur im schwarzen Gewand türmt sich über Emily auf. Was stimmt mit diesem Foto nicht? Ich würde mal sagen, das ist ein bisschen krass. Ja, klar, jetzt verwandelt sich alles natürlich in einem Albtraum. Toll. Wow. Ereigniskarten. Ah ja, das ist auch neu. Ja, das habe ich ja schon einmal vorgelesen. Ja. Aber das habe ich ja schon vorgelesen. Aber ich kann mich jetzt nicht porten, leider. Eine Stunde, ich muss meine Tochter retten. Koste es, was es wolle. Und hier gibt es Charakterkarten. Sammle alle Origami ein, um geheime Personenkarten freizuschalten. Ja. Bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Damit hat all dies begonnen. Mit dem schrecklichen Brief aus diesem Briefkasten. Ah, jo. So, kann ich vielleicht den Regenschirm benutzen? Ja, kann ich. Das sieht wie eine Plastikflasche mit Lösungsmitteln aus. Sehr gut, dann kann ich das ja direkt bei der Staffelei einsetzen. So, jetzt müsste es ja klappen. Ah ja, da sehen wir wieder die Schattenkreatur, die wir auch schon im ersten Teil gesehen haben. Ich kann nicht glauben, dass Emily dies gemalt hat. Jetzt verstehe ich, warum sie die ursprüngliche Zeichnung übermalt hat. Oh nein, ich habe diese dunkle Figur schon einmal gesehen, vor sehr langer Zeit. Ich habe in dieser Sache absolut kein gutes Gefühl. So, jetzt habe ich alle vier Bilder. Sehr gut.